Ich bin Lieutenant Frank Grimes, Chicago Police Department. Sind Sie für das hier verantwortlich? Ja, richtig. Mit wem spreche ich? John Q. Da alle Türen versperrt sind, gehe ich davon aus, dass es sich um eine Geiselnahme handelt. Ist das korrekt? Okay. Lieber Gott, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Yeah! Weißt du, machst die Dinge auf deine eigene Art. Blutdruck fällt. Wir haben einen Herzstillstand. Aber ich verstehe das nicht. Mike ist herzkrank. Er braucht ein Spenderherz oder er wird sterben. Warum hast du Mike so krank gemacht? Transplantationschirurgie ist ziemlich teuer. Wir sind versichert. Ihre Versicherung übernimmt eine Operation in der Größenordnung nicht. Also gut, Sie wollen Geld. Ich besorge Ihnen Ihr Geld. Wir haben kürzlich die Versicherung gewechselt. Wir gewähren nur Patienten ohne Versicherungsschutz Beihilfe. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Haben Sie es schon bei einer Stiftung versucht? Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen. Mein Sohn stirbt und ich bin pleite. Wenn ich nicht die Voraussetzungen erfülle, wer dann? Ich habe alles getan, was ich kann. Tut mir leid. Bitte. Er wird entlassen. Du musst etwas unternehmen. Schatz, das will ich. Hast du gehört? Tu endlich was! Ich übernehme jetzt die Leitung in dem Laden hier. Wenn jeder macht, was ich sage, wird keiner verletzt. Oder mehr verletzt. Ich will den Namen meines Sohnes auf der Spenderliste. Das wird ganz mies für dich ausgehen, John. Die Polizei wird alles Nötige tun, um das Leben dieser Geiseln zu schützen. Sie sagen, ich soll meinen Sohn mit nach Hause nehmen und zusehen, wie er stirbt. Wenn Sie mit John Q reden können, was würden Sie zu ihm sagen? Ich bin bei dir, pass auf dich auf. Ich will, dass bis 5:15 was passiert. Betest du für unser Baby? Natürlich bete ich, mein Schatz. Er ist ein klasse Junge. Sie würden ihn mögen. Ich werde meinen Sohn nicht beerdigen! Ich habe eine Schussmöglichkeit und ich werde sie nutzen. Mein Sohn wird mich beerdigen, Zugriff. Wie wird das enden, John? Keine Ahnung.